Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Eiskalt. Was habe ich Wenn jetzt man gemacht? das Wasser irgendwie bündelt, kommt sicher ein guter Schwall zusammen. Wenn man das Wasser bündelt. Das Vielleicht, führt zu nichts. wenn ich hier eine Decke dran Ich hänge. glaube nicht. Wir müssen das Wasser bündeln, das ist schon mal klar. Das Wasser fließt auch hier schon so halbwegs runter. Wir müssen diesen Ast wegkriegen. In der letzten Folge haben wir ja nicht so viel geschafft. Ich muss nochmal zu Nori zurück und das Seil reparieren lassen, glaube ich. Raikagroch. So. Kann Nori vielleicht noch was anderes reparieren? Vielleicht Gerümpel. Einfach irgendwas im Gerümpel reparieren. Nein, ich lasse das in Ruhe. Was könnte man hier noch? Orks, roter Stein, Rabe, Halskette. Es geht echt nichts. Ich müsste echt diesen Oberkiefer da irgendwie runterbekommen. Wüsste aber auch nicht wie. Probier mal irgendwas. Unerreichbar. Den könnte man als Haken gut benutzen. Zu auffällig. Könnte ich vielleicht. So bekomme ich ihn auch nicht runter. Warum nicht? Du könntest doch. Ton, Glas, aber nicht das. Wie kriege ich das Pferd dazu, sich zu bewegen? Vielleicht. Nein. Ich komme nicht ran. Ich raff das nicht ganz, wie soll ich das? Vielleicht eine Reparaturzauber? Wie soll ich da rankommen? Weiß ich nicht genau. Messer. Nein, die Orks werden nur misstrauisch. Aber was soll ich? Es ist wirklich gerade so, ich habe auch keinen wirklichen Hinweis. Es ist wahrscheinlich irgendwas Einfaches, was ich wieder total übersehe. Aber ich habe hier eine Kette, mit der kann ich nichts anfangen, weil die Orks mich sehen. Ich kann hier einen Braten, den kann ich nicht nehmen. Ich habe hier ein Orkschild, den kann ich nicht nehmen. Schilde, Äxte, Lanzen. Rüsten die sich für einen Feldzug? Da komme ich nicht ran. Solange die Orks da hocken, bleibe ich besser hier unten. Das ist irgendwie beschissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich vielleicht mit der Decke irgendwie was mit dem roten Felsen machen? Hatte schon bessere Einfälle. Ja, das weiß ich. Der Stein färbt das Wasser sofort blutrot. Mir also auch nichts. Futterbeutel eventuell. Nicht sehr schlau. Habe ich sogar, glaube ich, probiert schon. Ich weiß nicht. Weil dieses Gelaber bringt einen so auf, geht einen so auf die Nerven. Kann ich den vielleicht wieder mitnehmen? Ach so, alles klar, ich kann ihn mitnehmen. Dann tue ich ihn jetzt reparieren. Dann gehe ich da wieder hin. Lege diesen in die Pfütze. Wollen wir doch mal sehen. Bringt das aus der Fassung jetzt irgendwie? Ich kann nichts machen. Torog ein Marker. Kuschach reigehoi. Urkmol. Och, geht rüber. Geh drag noch, knach teirach. Zogach guroch recht teirach. Rika zolochai. Horok saras brakarai. Ar eikar barzorak ro jarkach kesara. Juroch dura gorsoi. To teirach, juxa obrach. Dusum drasa. Reiko knach. Takai karka. Takai karka. Takai karka. Takai karka. Jetzt kann ich mich bewegen. Okay, dann nehme ich mir mal ganz kurz das Horn hier. So geht's. So. Dann. Komm, beweg dich mal ein bisschen. Was habe ich hier noch? Ich habe hier noch ein rauchendes Schälchen. Ich habe hier auch noch
werde mal... Ich weiß nicht genau... Da kletter ich nicht runter. Der viele Rauch spricht... Okay, gut. Nein, die Orks sind da. Okay, der Trommler... Moment. Er ist wohl nicht ganz taktsicher. Das hat den Ork-Priester ziemlich aufgeregt. Okay, dann nehme ich mir den Schädel. Laut wie eine echte Ork-Trommel. Okay, gut, dann gehe ich weiter. Ich weiß ja nicht genau, ob das Horn jetzt vielleicht weiterhilft. Horn? Mein Kopf ist leer. Mist. Das Horn könnte das Wasser auffangen. Wie ein Trichter. Okay. Mit dem Horn soll ich das Wasser also auffangen. Ach nein. Dann müsste ich ja theoretisch ein Loch reinmachen. Das kann ich nicht zerstückeln. Eine Zeit für Experimente. So unbrauchbar manchmal. So. Das wäre ein schönes Trinkhorn, wenn das Wasser nicht am anderen Ende wieder rausfließen würde. Aber wo packe ich das Horn hin? Fließendes Wasser? Das geht so nicht. Verrotteter Baum. Ich muss den Baum also immer noch loskriegen. Ich habe immer noch keine Option dafür. Ich habe auch kein weiteres Material. Kann das Horn... Wozu denn? Nicht an sein... Du sollst diesen Baumstamm da runterholen, mein Gott. Das ist doch... Der Typ ist echt, weiß nicht. Das Horn ist... Gut, mach doch! Oh. Makrach! Och, okay, drüber. Geh, Dragnach, Knach, Teirach. Juroch, Dura, Gorschoi. Tor, Teirach, Juscha, Abrach. Kann ich nichts machen. Die labern. Reikor, Knach, Takai, Karka. Takai. Okay. Die streiten also immer wieder über dieses Zeug und ich brauche dringend einen Harken. Irgendwas, was wie ein Harken. Pfeifenkraut, Trommel, Schädel, Statue des Orkgottes, Abgrund. Hier ist nichts, was irgendwie wie ein Haken aussieht. Den Hund kann ich immer noch nicht erstechen, oder? Obwohl, warte mal, ich habe eine Idee. Jetzt muss ich es nur vor Nuri verbergen, sonst bleiben wir nicht lange unentdeckt. Das ist gut. Kann ich mit dem Horn jetzt irgendwie... Jetzt muss ich es, sonst bleiben wir nicht... Ich zeig's mal Nuri. Lalalala, komm, wir gehen zu Nuri mit dem Horn. Nuri spielt damit nur rum. Geht das Arm eventuell zeigen? Was soll ich damit? Ja gut, das ist richtig. Trag das gefälligst selbst! Ich bräuchte deine Hilfe irgendwie. Ganz so lästig ist er auch wieder nicht. Okay. Wasser? Du brauchst mich nicht füttern! Schmecken würde er sicher. Aber seine Besserwisserei hat uns bisher immer geholfen. Okay, kann ich vielleicht noch irgendwas anderes mit ihm? Trag das gefälligst! Ja, okay. Und ein Stein. Was sind das hier für Steine? Woher soll ich das wissen? Du weißt doch sonst alles. Okay, es bringt irgendwie auch das, bringt nicht wirklich was. Das Horn könnte ich... den Orks... Glatter Selbstmord. Ja, okay. Kann ich das Horn vielleicht läuten? Wenn ich oben das Horn spiele. Keine Zeit für Experimente. Spiel doch das Horn, vielleicht. Ist doch ein Kriegshorn sicherlich. Aus der Nähe ist er nicht mehr ganz so schrecklich. Der Ork-Götze schweigt, aber offenbar wartet dieser Schamane auf ein Zeichen von ihm. Aus der Nähe. Ja, okay. Wir müssen das doch spielen können. Jetzt muss ich es sonst bleiben. Ja, von Nuri entdecken. Ach, mein Gott, das ist so schwer mit dem Typen. Mein Gott. Schon wieder 10 Minuten verballert und wir wissen immer noch nicht, was wir machen. Also ich weiß noch nicht, was wir machen sollen. Ich muss dringend mal wieder... Ja, am besten im Maul dieses Ork-Götzen. Machst du richtig. Ach, mein Gott. Feuerstein... Das verbrenne ich nicht. Was? Achso. Feuerstein mit Seil? Natürlich nicht. Mit... Lieber nicht. Orkhorn. Kann ich eventuell natürlich das... Natürlich nicht. Ach, ich will das Seil nochmal zerschneiden. Vielleicht Wasser. Wozu denn? Ich weiß es doch nicht. Zum Runterklettern ist mein Seil zu kurz. Du sollst ja
den Ast da runterholen. Oh, es gibt sich. Ich kriege echt durch mit den Typen. Ich krieg das nicht hin, dieses Ding da runterzuholen. Ich weiß auch nicht, was ich hier machen soll. Alle 3 Minuten finde ich mal irgendwas, was mir halbwegs weiterhilft. Und dann sitze ich wieder 10 Minuten rum an dieser Stelle hier. Wenn er wach wird, ist alles aus. Ja, das habe ich schon 1000 Mal gehört. Wenn er wach. Das hilft auch nicht. Ja, das habe ich gemerkt. Seit ungefähr 2 Folgen hilft dir gar nichts mehr weiter. Das freut mich wirklich ungemein. Ich verbrenne mich nur. Ach ja. Ich sollte das Wasser nicht verschwenden. Du hast doch nur eine ganze Quelle neben dir stehen, genau. Messer. Kann man das überhaupt zerschneiden? Nein, kannst du überhaupt irgendwas? Unsinn. Das habe ich ja gerade probiert. Oh mein Gott. Ich habe gerade am Auge gerieben, es juckt mein ganzes Auge. Es juckt mich im Auge. Und an den Fingern. Dieses Rätsel hier endlich zu lösen. Kann ich eventuell den roten Felsen irgendwie besingen? Ich muss das Ziel im Auge. Ich check dir gleich, was das Auge ist. Moment. Wir müssen nochmal das Seil reparieren. Und dann müssen wir. Also wenn ich diese Folge nicht weiter weiß, dann werde ich meinen Offline weiterspielen und gucken, was ich da machen kann, weil es bringt ja auch nichts, wenn ich hier 3 Folgen lang am Stück nichts erreiche. Nein, die Orks sind da. Ja, es ist wunderschön. Ich kann das immer noch nicht zerbrechen, ja, das konnte ich nicht. Irgendwann werde ich auch das. Ja, ja, okay. Dieser Fluch. Fluch hat seine Grenzen. Nori glaubt, ich stamme von Kobolden ab. Nur weil ich Dinge zerdeppere. Wow, okay, das ist bitter. Roter Felsen kann ich auch nicht zerdeppern. Irgendwann werde ich auch das zerbrechen. Ja, irgendwann. Wäre schön, wenn du es jetzt könntest. So bekomme ich ihn auch nicht runter. Natürlich würdest du, wenn du den Ast zerbrichst hier. Ach ja. Das. Es sieht ganz verwahrlost. Was soll ich mit diesem Pony eigentlich anfangen? Das hilft auch nicht weiter. Pony töten. Ich schrecke das Pony nicht auf. Pony nicht töten, okay. Gerümpel. Kombiniere Messer mit Gerümpel. Mit dem Gerümpel kommt man da gar nichts anfangen. Ich sollte das Wasser nicht ver... Ich hatte doch gerade das Messer benutzt. Messer. Kann man das überhaupt zerschneiden? Das weiß ich doch nicht, mein Gott. Keine Zeit für... Keine Zeit für Experimente. Was haben wir noch? Wir haben noch eine Decke. Das ist keine... Aber eine Decke. Wir haben noch einen roten Stein. Natürlich. Natürlich nicht. Wir haben noch einen... Nicht so. Das würde ich auch nicht unbedingt gerne füttern wollen. Wir hätten noch ein Horn. Hatte schon bessere. Ich ebenfalls. Und wir haben noch ein Seil. Wie komme ich da? Das frage ich mich auch. Horn geht mit Nori nicht. Seil? Behalt das ruhig. Ja, würde ich jetzt auch sagen an deiner Stelle, wenn ein Junge mit einem Seil auf dich zukommt. Den setze ich mir nicht auf. Solltest du auch gar nicht. Roter Stein. Oh, der Stein ist aber schön rum. Schenkst du mir den? Nein, ich will wissen, was du dazu sagst. Ach so. Also, der Stein ist aber schön rot. Decke. Falls, ach nein, du bist eine Fee. Ich mag dich. Ich nicht. Romantiker. Okay, gut, ja, toll. Mitten im Orklager sind wir der Romantiker für Nori. Nori spielt damit nur rum. Obwohl wir vorher mit dem Seil zugekommen sind. Na gut. Ich habe entschieden, die Fee nicht zu töten. Achso, ja, ja. Fee nicht töten. Queste bestehen. Bringt mich bloß nicht weiter. Ich kombiniere jetzt einfach mal alles mit allem. Wir machen mal eine Kombinierfolge jetzt. Da helfen keine Schnitte. Okay, wir machen jetzt eine Kombinierfolge draus. Wisst ihr was? Das halte ich von Wasser fern. Okay. Der gebe ein schönes Windlicht. Wir werden jetzt einfach in der Folge alles... Oder ein Grablicht. Ich schaufel dir auch gleich ein Grab. Wir werden jetzt in der Folge alles mit allem kombinieren. Dann wird die Folge halt mal ein bisschen länger. Wozu? Ich weiß es doch auch nicht, mein Gott. Hatte schon besser. Okay. Wozu?
auch Tote haben Hunger. Ich muss dringend mal wieder schlafen. Ich auch, es ist schon sehr spät. Okay, Seil haben wir noch. So nicht. Das hat den Trommler schön aus dem Takt gebracht. Laut wie eine echte Ork-Trommel. Okay, gut. Ich kombiniere jetzt alles nochmal mit... Also, das habe ich gerade gemacht, gell? Wasserflasche, Feuerzeug... Ja, das habe ich gerade gemacht, alles. Dann kombiniere ich jetzt alles nochmal mit dem Hund. Der reißt sich in Stücke. Kombiniere Wasserflasche... Wenn er wach wird, ist... Den werden wir sicher öfters hören, den Satz jetzt. Wenn er wach... Ja, genau. Und nochmal... Und den Satz nochmal... Wenn er wach... Ja, und das ist wirklich... Sehr, ja doch, du, Geron hat wirklich sehr viele Ausdrucksmittel. Wenn er wach. Sehr viele Sätze eingesprochen. Hier. Wenn er wach wird. Ja, okay, gut. Jetzt kombinieren wir alles mit dem Pfeifenkraut. Dieser Köter ist im Weg. Was? Den zweiten Satz wollte ich nochmal hören? Dieser Köter ist im Weg. Wenn er wach wird. Ja, gut, ja, toll. Der war so selten, der Satz, den wollte ich einfach nochmal hören. Dann ist es nass und weiter. Wow, ein neuer Satz. Ich bin begeistert. Dieser Köter ist, wenn er. Werner, mach mal das alles aus. Wir nehmen die Decke. Ich bin etwas ideenlos. Und ich, gedankenlos. Hatte schon besser. Das ist keine Hilfe. Was? Futter in dem Futterbeutel? Ich weiß nicht, was das genau sein soll, dieses Pfeifenkraut. Dieser Köter ist im Weg. Werner. Okay, Werner, aufwacht, ist alles aus. Und noch zum Schluss. Dieser Köter, wenn er wacht. Gut, ich kombiniere jetzt mal kurz alles mit allem hier. Mein Kopf ist. Ich weiß. Okay. Nuri mag es nicht, wenn ich alles kaputt mache. Verständlich. Vielleicht. Ihr werdet ein gutes Paar. Nein, was soll das? Ich bin nicht sicher, ob sie... Nein, deshalb ist es kaputt. Vielleicht war es ein Fehler. Wir haben es eigentlich kaputt gemacht. Feuer, Wasser und Posaunen. Toll. Das muss ich nicht nass machen. Der Stein färbt das Wasser sofort blutrot. Mir fällt dazu nichts. Das wäre ein schönes Trinkhorn. Das kann ich besser. Okay, gut. Endlich muss ich zum Feuer machen keine Stöcke mehr drehen. Aber du machst ja kein Feuer damit, das ist das Problem an der Sache. Feuer sollte man mit Bedacht einsetzen. Ich spiele schon zu oft mit dem Feuer. Das ist keine Fackel. Das geht nicht? Hä? Ich will mich nicht verbrennen. Feuer. Ich verbrenne mich nur. Quatsch, was habe ich das Horn ausgewählt? Feuerstein? Lieber nicht. Lieber nicht. Okay, Decke. Mit Wasser hat man schon. Mit. Na doch nicht. Okay, mit Rohrstein wird. Ich glaube. Okay. So nicht. So wird. Gut. Feuerstein. Vielleicht. Huch! Der Stein passt genau in das Horn. Hm? Nein. Alles klar, ich musste also aus diesen Steinen das rote Horn reinpacken. Gesund machen, Seil. Der Stein passt genau. Okay, Seil an. Unwahrscheinlich. Jetzt wird es mich gleich verarschen, oder? Okay, wir haben Pfeifenkraut alles kombiniert. Jetzt haben wir diesen Seil mit Horn. Probieren wir das nochmal. Das lässt sich nicht. Probieren wir das nochmal mit allem. Der Stein. Ich spiele schon zu oft. Nein, das führt zu. Keine Zeit. Okay, der Stein bringt mir jetzt hier auch nichts weiter. Mit dem Wachhund habe ich alles kombiniert. Damit habe ich alles kombiniert. Mit dem Ork-Schaman könnte ich noch was kombinieren. Keine Zeit für Experimente. Okay, Huch. Ich lasse es trocken. Ich lasse es trocken, ist auch gut. Das weiß ich. Das ist vielleicht. Ich brauche nicht noch mehr Brandblasen. Du brauchst aber Ideen, mein Junge. Ideen. Wie komme ich darauf? Weil ich es dir befehle. Ich muss dringend mal wieder. Ja, das ist wirklich alles sehr amüsant. Das lasse ich lieber. So, und das letzte auch noch. Wozu? Jetzt sind wir wenigstens sicher, dass wir das nicht machen müssen. Jetzt gehen wir nochmal hier hoch und jetzt kombinieren wir nochmal. Mit fließendem Wasser. Kann man nicht zerschneiden, gell? Wetten? Ich bin nicht sicher, ob. Ja, genau. So, okay. Wasserflaschen nochmal auffüllen. Frisches Bergquellwasser. Hoffentlich. Okay, Feuerzeug. Ich kugel nicht ohne Grund. Weil die Kugel. So wird Kugeln geschrieben? Okay, noch nie drüber nachgedacht. Kennt ihr das, wenn ihr Wörter habt, über die ihr noch nicht drüber nachgedacht habt, dann schreibt ihr die das erste Mal und denkt euch, what, so wird das geschrieben? Warum sollte ich? Der Stein färbt das Wasser sofort blutrot. Aber dieses vereinzelte Rinnsal wird man von weitem kaum erkennen.
Das lasse ich lieber. Okay, das geht also nicht. Und Seil. Ich muss dringend mal wieder. Gut, okay. Wir haben jetzt alles damit kombiniert. Jetzt kombinieren wir mal alles mit dem Baum. Kann man das überhaupt zerstören? Nein, kann man nicht. Wir kombinieren Wasserschlauch. Dann ist es nass und Feuerstein. Ich spiele schon zu. Verbrennst doch einfach. Nicht so. Auch nicht. Okay. Futterbeute. Windling würde sich die Haare. Ach, das würde er, wenn er das sehen könnte. Das führt zu nichts. Doch, zu rotem Wasser. Und? Vielleicht lässt sich der Baum irgendwie umknicken. Ich bräuchte eine Art Wurfhaken, damit das Seil hält. Aber du nimmst ja nichts, das ist ja das Problem an der Sache. Aussicht. Okay, ich kombiniere nochmal alles mit der Statue. Stechen, schneiden oder einritzen, das geht hier nicht. Dann kombiniere ich nochmal alles mit der Wasserflasche. Wasser hilft hier nicht. Doch, Wasser hilft dir bestimmt am Endeffekt. Da hilft kein Funken. Wir haben kein WLAN. Nicht so. Ich glaube nicht. Kann ich jetzt das... Na doch. Wird nichts, macht nichts. Unwahrscheinlich. Sie ist kreisrund. Wie eine Öse oder sowas. Was? Lücke im... Wo kommt denn die jetzt auf einmal her? Lücke im Kiefer. Ach, und das Wasser fließt dann hier rein. Alles klar. Windling würde sich... Jetzt haben wir ja nicht mehr viel, was wir benutzen können. Der Stein passt genau in das Horn. Ich kann die auch wieder rausnehmen, aber ich lasse es mal. Wir können also jetzt nicht hier... Okay, das ist immer ein Stück weiter gekommen. Okay, wir kombinieren nochmal alles mit dem Fels. Ich bin mir nicht sicher, was wir alles kombiniert haben, deswegen mach ich nochmal alles. Ein Stein. Der haben wir jetzt nicht mehr so viel. Der Stein. Okay, das hat man schon. Feuer hilft hier nicht. Decken. Ich glaube. Okay, gut. Natürlich nicht. Das auch nicht. Und ein Seil wird. Windling würde sich die. Auch nichts bringen. Ein Messer an den Kiefer. Das ist nein. Ich glaube, das ist der Wurfhaken, den wir brauchen. Zu weit weg. Oh Gott. Feuerstein. Ich komme nicht. Okay, Feuerstein. Fred Feuerstein. Zu weit weg. Decke ist klar, dass Decke nichts bringt. Futterbeutel. Mein Arm ist zu. Die Idee war gut, doch seine Arme waren zu kurz. Zu auffällig. Aber wie sorge ich dafür, dass die sich umdrehen? Das gibt's ja gar nicht. Okay, ich guck mal die Orks noch mal kurz an. Wir müssen auf jeden Schritt achten. Oder wir sind die... Okay, ich probiere mal Messer. Das habe ich alles mit Pferd schon probiert, das weiß ich. Glatter Selbstmord. Okay, wir probieren das. Verschwendung. Und Feuer hilft hier nicht. Klar, Indianer, aber das bringt das auch was. Nicht so. Ich bin auch geil von Lager voller Brennorks. Das lasse ich lieber. Und Seil. Hatte schon bessere. So, mit Gerümpel habe ich auch alles kombiniert. Gell, ja, habe ich. Mit den Raben habe ich alles kombiniert. Ich sollte alles kombinieren mit... Solange die Orks da hocken, bleibe ich... Orkschild. Dann ist es nass und Wackkuchen. Ja, nasse Orkschilder glänzen besonders gut. Nein, die Orks sind da. Das wäre mir gar nicht aufgefallen ohne deine Hilfe. Das ist keine Hilfe. Das kann ich betteln. Und Seil. Nein, die Orks sind da. Okay, gut. Puh. Halskette. Ich probiere nochmal alles mit der Halskette. Aber erstmal mit dem Braten. Nein. Ja, du sollst den Braten nicht essen, mein Gott. Das trinke ich lieber selbst. Achso, ich habe jetzt auf den Ohr, glaube ich, gekriegt. Das schwimmt bloß weg. Bei deiner Wasserflasche, genau, da schwimmt das dann sicher weg. Nein. Die Orks sind da... Das geht so. Das Gelaber von den Orks ist auch ein bisschen nervig. So nicht. Jo. Seil. Nein, die Orks... Und wir brauchen jetzt Halskette. Da sehen mich die Orks. Ein Haufen Unrat. Verschwendung. Wir sind schon bei stolzen 25 Minuten. Da sehen mich die Orks. Die sollen dich doch sehen. Also nein, eigentlich nicht, aber... Es ist keine...
Irgendwas musst du doch tun. Und der Ork soll nicht die Klammer halten. Ich muss das Ziel im Auge behalten. Das ist so ein, wie so ein Windhauggott einfach mal, nur dieser eine Ork da. Nein. Was? Achso, hier raus ist denn das Problem. Da sehen mich die Orks. Okay, jetzt habe ich alles kombiniert. Mit dem Pony habe ich auch alles kombiniert. Ich schrecke das Pony nicht. Ich will nochmal was anderes mit dem Pony. Ach nein. Ich weiß ja nicht, aber ich denke... Unsinn, dem Pony sein Futter wieder zu geben. Wozu? Wasserflasche hatte ich schon und ein Messer. Ich schrecke... Okay, Nuri habe ich alles kombiniert. Gerümpel habe ich alles kombiniert. Ein Haufen Unrat. Der alte Besserwisser gibt wirklich zu allem seinen Senf dazu. Na, da hat er meistens recht. Die Orks werden Nuri nicht bekommen. Ich bringe sie heil zum Feenforscher. Dein Enthusiasmus in allen... Vielleicht hält er nach seinem Unterkiefer Ausschau. Er färbt den ganzen Tümpel blutrot. Dein Enthusiasmus in allen Ehren, lieber, aber... Das ist doch alles Wahnsinn. Wie sollen wir jemals durch dieses Lager kommen? Es sind ja eigentlich nur 7 Orks. Das ist doch alles... Wie sollen wir hier... Ich will lieber gar nicht wissen. Was machen die Orks mit einer Halskette? Wahrscheinlich Kriegsbeute. Schilde. Ex-Rüsten. Das bringt mir alles nichts weiter. Ach, sieht man, gelbe Punkte sind Menschen und blaue Punkte sind Gegenstände. Ich habe jetzt wirklich alles kombiniert. Was? Er ist wohl nicht ganz. Das hat ihn auch. Lässt er dieses Monstrum über das Schicksal sein? Kein Wunder, dass die Ork. Das hat man auch schon. Ein solcher Orkhund hat Ritter und seinem Pferd. Wie schrecke ich diesen Orkhund auf? Laut wie eine echte Orktrommel. Kann ich den. Ach, siehst du mal, ich kann den doch. Unversehrt gefällt er mir besser. Mir aber nicht. Bricht nicht in zwei. Kann ich Pfeifenkraut darüber? So leicht zerbricht das nicht. Es ist nur Kraut. Meine Kraft wirkt nur auf tote Dinge. Wenn überhaupt. Okay, ich habe ja noch nicht alles kombiniert mit dem hier. Vieles ist zerbrechlich, aber das nicht. Verständlich. Geht nicht kaputt. Abgrund kaputt machen. Yay. Unversehrt gefällt er mir besser. Ich komme aber immer noch nicht weiter hier. Auch hier hinten komme ich nicht weiter. Da kletter ich nicht runter. Der viele Rauch spricht für nichts Gutes. Was könnte ich noch machen? In so einem Säckchen hat Gwinling immer sein Pfeifenkraut aufbewahrt. Wecke niemals einen erst recht nicht. Ich muss den aber doch irgendwie da wegkriegen. Ich meine, der... Irgendwie muss das doch gehen. Dieser Köter ist im Weg. Wenn er wach wird, ist alles aus. Kann ich dem nicht irgendwie... Ist das Weihrauch für das Ritual dieses Schamanen? Stinkt nach grässlichen Kräutern. Ich wundere mich, dass ich das nicht nehmen kann. Ist das Weihrauch? Zeug und dem Hund vielleicht runterstellen kann. Warte mal, kann ich... Das soll jemand anders waschen. Nein, du sollst Wasser rausholen. Das braucht kein Wasser. Das braucht kein Wasser. Ich lasse es trocken. Der ist nass. Ach Mist. Ich habe überlegt, ob ich den Hund eventuell mit Weihrauch schläfrig machen kann. Wenn er wach wird, ist... Aber es funktioniert nicht. Die Schale hier oben kann ich nicht anklicken. Wachhund, Priester, Statue. Was für ein Unge... Hoffentlich wird er niemals... Es geht hier wirklich nichts. Hier habe ich jetzt... Da unten ist alles hoch. Kann ich jetzt eventuell... Warte mal, kann ich eventuell... Ich weiß. Das muss ich nicht nass machen. Kann ich da was runterschmeißen? Ich bin nicht sicher, ob sich das schneiden lässt. Nein, aber du könntest vielleicht die Orks da unten... Feuer sollte man mit Bedacht... Wie komme ich darauf? Ja, da unten sind noch die Orks. Die könntest du darauf aufmerksam machen, dann gucken sie nicht mehr zu. Keine Zeit für sowas. Das geht so nicht. Ich glaube nicht.
keine Zeit für sowas. Vielleicht nicht. Okay. Wir können... Das lasse ich lieber. Das bringt... Wir können... Ich probiere mal, ob ich hier was verbinden kann. So wird das... Aber ich glaube es eher weniger. Lieber nicht. Was soll ich denn... Also bitte, was soll ich denn hier noch machen? Das ist doch alles totaler Schwachsinn. Schwachsinn! Das ist noch zu wenig Wasser. Das halte ich von Wasser fern. Nein, aber das Messer... Das kann ich besser. Wie komme ich da oben ran? Ach was. Ob es nun brennt oder nicht, das wäre dumm. Warum wäre das dumm? Ich weiß, der muss den irgendwie umknicken. Aber die Frage ist, in welcher Reihenfolge knickt er das um, damit das richtig ist? Und was brauche ich dafür nochmal? Wir sind schon bei 30 Minuten, das ist echt krass. Aber ihr seht, ich kombiniere hier wirklich alles mit allen und ich weiß echt nicht, was ich da machen soll. Ich rede nochmal mit Nuri, vielleicht weiß sie jetzt mittlerweile was. Nuri, sie streiten sich darum, wie... Was? Jetzt dreht ihr sie... Ach, ich mach alles... Okay, mit Nuri geht nicht, Rabe. Sag mal. Siehst du dort den Kieferknochen am Pfahl? Und? Du musst ihn für mich holen. Wieso ich? Du bist ein Vogel, flatter, flatter. Ich bin doch keine Aaskrähe. Wir bitten. Bitte. Nein. Bitte, bitte. Ich kenne dieses Spiel. Es endet mit 1000 Bitte, bitte, bitte. Und meiner Antwort? Nein. Für Nuri? Na gut. Reikagroch. Zerbroch Ugler, ho! Hagasch, Drogzeirach, Ogra! Kruzmoch, Goga! Vielen Dank, Rabe. So, da haben wir unseren Oberkiefer. Der Rabe hat die Orks kaum interessiert. Und ich danke, dass ihr diese Folge ausgehalten habt und in der nächsten Folge geht es dann weiter und nun wissen wir ja, was passiert und wir können die Orks ablenken. Bis dahin, tschüss und bis zur nächsten Folge, ihr Lieben!